Ja, herzlich willkommen bei Permanent Consulting. Mein Name ist Dirk Lind und heute geht es um die 10 Gründe, die 10 häufigsten Gründe, warum IT-Projekte scheitern. Und ich glaube, einige davon, die wirst du auch kennen. Ja, beginnen wir mal mit dem ersten Grund. Bereits bei der Softwareauswahl werden viele Fehler gemacht, weil zum Beispiel das Projektteam in Auftrag bekommt, wählt mal eine passende Software aus, aber die Geschäftsleitung, die entscheidet später und berücksichtigt gar nicht das, was das Team vorher ausgewählt hat. Wir haben einige Auswahlprojekte, wo das genauso ist, was für einen riesigen Frust sorgt. Und da könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr euch für einen Favoriten entschieden habt und die Geschäftsführung kommt von der Seite und sagt aber, nee, egal was ihr gemacht habt, das System wird genommen, weil wir dann eben folgende Gründe haben, dann wird es von Anfang an schon richtig schief gehen können, in den meisten Fällen zumindest. Ja, Boston und McKinsey haben gesagt, dass 70% übrigens der Projekte scheitern im IT-Umfeld. Das muss nicht ein komplettes Scheitern bedeuten, aber es kann ein Scheitern bedeuten, dass die Ziele nicht erreicht werden und viel Geld versenkt wird. Und oft ist, wie im ersten Falle, die Geschäftsführung selbst dran schuld. Der zweite Grund ist, dass oft das Ziel nicht klar ist. Man fokussiert auf eine Software, aber eigentlich ist die Software hier nur Mittel zum Zweck. Man will hier was erreichen dahinter. Also die Frage ist, angenommen, wir hätten die perfekte Software, was würde sich dann im Arbeitsumfeld für mich persönlich verändern? Und wenn ich selbst keinen Vorteil habe innerhalb des Projektes oder später als Anwender, ja, dann kann man die Software schon fast einstampfen, weil das Commitment, die tägliche Nutzung nicht damit verbunden ist. Also ganz, ganz wichtig, dass man das Ziel definiert und das unabhängig von der Software. Dann natürlich habt ihr Tagesgeschäft und die Priorisierung ist auch wichtig. Wahrscheinlich geht ihr öfter zu euren Vorgesetzten und sagt, ich habe jetzt so viel auf dem Tisch, was soll ich zuerst machen? Und wenn die Projekte darunter leiden, weil dann irgendein Kunde vielleicht durchgreift oder irgendeine Strategie dann sticht und das Projekt in Mitleidenschaft gerät, dann hat man ein Problem, weil dann auch die Motivation runtergeht. Also achtet auf die Priorisierung und fragt von Anfang an, wie hoch ist die Priorisierung dieses Projektes und wer sind die Stakeholder? Idealerweise gerade bei grundlegenden Veränderungen soll es ganz weit oben in der Geschäftsführung angesiedelt sein. Ja, das ganze Thema Change Management, der vierte Grund, das wird oft unterschätzt, weil es verändert sich ja vieles für mich, auch während der Phase schon. Und wenn ich das Ziel nicht erkenne, also siehe den Punkt 2, das Ziel, dann habe ich vielleicht auch ein Problem dabei, bei Entscheidungen die richtige Entscheidung zu treffen und die Leute mitzunehmen. Und zu Change Management gehört auch ganz viel Kommunikation, Sprechen, die Leute auch mal beachten, was die so für Emotionen dabei haben. Und da kann man auch sehr gut Tools einsetzen, um während des Projektes schon die Stimmung im Team mit zu berücksichtigen. Und das tun wir übrigens. Wir haben Tools, die nutzen wir im Projektmanagement oder im Change Management mit dabei. Und ja, alle kennen das, SWOT-Analyse. Macht ihr das am Anfang? Also wir haben jetzt gerade ein Projekt gestartet in Berlin diesen Monat und da haben wir am Anfang gleich mal eine SWOT-Analyse gestellt und die Geschäftsführung mal gefragt, guckt mal, welche Stärken ihr mit diesem Produkt, mit diesem Projekt verbindet, welche Bedrohungen dabei sind, welche Chancen wir haben und welche Schwächen noch mit verbunden sein können. Und das ganze Thema Risikomanagement haben nur 60% laut der Studie aus dem Projektmanagement von 2019 auf dem Schirm. Also dass während des Projektes das Risiko immer weiter betrachtet wird. Ja, und das kann man sehr gut auch mit Methoden von OKR machen, die wir übrigens auch bei uns einsetzen und wir vielleicht mitbringen, wenn wir die Projekte für euch machen. Jetzt kommt ein Buzzword, Agilität, agile Teams. Aber auch das ist eine Bedrohung, weil wir ganz oft sehen, das ist zwar die Überschrift, wir haben agiles Projektmanagement, aber wir halten doch in den alten Methoden fest, dass zum Beispiel diese 100%, die wir bestellt haben, noch geliefert werden müssen. Dass wir immer noch mit Lasten und Pflichtenheften arbeiten, wo dann vielleicht sich während des Projektes neue Randbedingungen ergeben, aber mit dem Verweis auf die 100%, die bestellt worden sind, kommt man aus dieser Nummer gar nicht raus. Und das ist eine Sache, die nicht nur die Unternehmen selbst ziehen auf diese Karte. Wir kennen das als Projektleute, weil auch manche Hersteller sagen, ich habe es damals so verkauft, das steht da drin und wir können aber nicht mehr agil auf deine Anforderungen reagieren. Also auf beiden Seiten muss das Thema Agilität und diese Flexibilität vielleicht anders gedacht werden. Und da sind einige Hersteller anders als andere und einige Unternehmen auch anders als die anderen wieder. Ja, dann haben wir diese Fachjargons. Wir haben unheimlich viele Begrifflichkeiten in der IT, das will ich gar nicht alles aufzählen, aber auch HR hat viele Begrifflichkeiten, die IT nicht versteht, logischerweise. Jeder hat einen Fachterminus, der einfach reingeschmissen und nicht erklärt wird und dann auf einmal
gucken sich alle um, was soll das? Ich habe es doch anders verstanden, das. Und das hilft natürlich auch nicht viel weiter. Und wenn das Projektmanagement weder HR noch IT versteht, weil der von außen reingekommen ist als ein Projektmanager der allgemeinen Art, und dann wird es echt sehr, sehr schwer. Und wir haben Projektmanagement-Know-how, HR-Know-how, IT-Know-how. Und wir verbinden das alles und können genau diese Vorteile bei euch ins Projekt mit reinbringen, ohne dass wir immer genau diese Stufen der Fehlverständnisses haben. Ja, und der nächste Punkt, der achte Punkt ist, dass wir oft zu komplexe Vorgaben haben. Ich habe teilweise bei uns Ausschreibungsunterlagen mit 700, 800 auf Tabellenebene Excel runtergebrochenen Einzelgeschichten, wie ein System sich verhalten muss oder soll. Und nur das als Vertragsanlage sorgt dafür, dass es auch gekauft wird. Absoluter Bullshit, diese Geschichte. Ihr zementiert alles ein. Das verstößt gegen jede Agilität-Regel, jede VUCA-Geschichten, die wir heute zu heute haben. Wir müssen einfach hier diese Beinfreiheit haben und diese komplizierten Vorgaben, gerade in dieser komplexen Welt, vereinfachen. Die Menschen müssen da mehr Stimme bekommen, mehr Vertrauen bekommen, aufgeklärter werden. Kommunikation spielt eine große Rolle. Nicht alles darf in Software gegossen werden. Wenn wir die ganzen Workflows runterdeklinieren in der Software, dann sind wir nicht mehr atmungsaktiv, nicht mehr fähig, Dinge zu verändern oder mit einem riesen Aufwand. Ja, und der neunte Punkt, das haben wir der heutigen Zeit leider auch sehr oft, fehlende Ressourcen. Nicht nur Facharbeiter fehlen, sondern überall fehlen Menschen. Und wenn die keinen Bock haben, mit dem System zu arbeiten, im Projekt zu arbeiten, dann werden die ihre Arbeitskraft nur unzureichend einsetzen. Vielleicht hohe Krankenstände, Fehlzeiten, Fluktuationen, andere Priorisierungen. Also man muss auch dafür werben. Und ein Projektmanager ist auch jemand, der Menschen begeistern muss. Und das tun oft diese Menschen nicht, weil die einfach ihre Excel-Listen, ihre Checklisten abfrühstücken. Und das geht schief. Und der letzte Punkt, und das ist einer, der uns immer noch leider sehr, sehr häufig fluchen lässt, würde ich schon mal sagen, dass die alten Systeme, die da sind, die über 20 Jahre gewachsen sind, einfach das Maß der Dinge sind. Dass man sagt, das muss unbedingt nach hinten kompatibel sein. Vielleicht spielt eine Fax, eine E-Mail eine Rolle, die heute gar nicht mehr diese Rolle spielen, oder große Leckersysteme wie eine SAP möglicherweise, die in den 90er Jahren eingeführt worden sind, wo man sagen kann, gerade von der IT auf, das muss so sein, wenn das nicht der Fall ist, dann geht gar nichts. Also da mal einen Cut zu machen, sich zu öffnen, komplett auf der grünen Wiese anzufangen, das sieht man ja bei den ganzen Brüchen, die wir jetzt gerade haben, bei diesen Entwicklungen, die ohne eine Historie jetzt stattfinden, dass die zum Erfolg führen. Und da braucht man Mut, da braucht man vielleicht auch einen Berater, der Ideen mit reingibt, aber jemanden, der auch begleitet. Ja, also die Abkehr von diesen alten Technologien, dass man auf neue, moderne Methoden stößt, das ist wichtig. Und die Cloud-System ist nicht einfach nur ein On-Premise-System in die Cloud gebracht. Man kann das nicht vergleichen. Das ist eine ganz andere Technologie, eine andere Denke. Und wenn jemand sagt, soll ich einen Server im Haus aufbauen oder in die Cloud stellen, das ist schon die falsche Frage. Und da helfen wir. Und das sind jetzt 10 Gründe, die ich genannt habe, wo ihr wahrscheinlich viele Gründe schon kennt. Wir kennen alle 10 aus Erfahrung und wir haben alle schon durchlebt, haben Lösungen und wir würden uns freuen, mit euch zusammenzuarbeiten. Und wenn ihr heute ein System auswählt, gerade im HR-Bereich, ob es eine Zeitwirtschaft ist, ein HR-Management, Talent-Management, Recruiting, digitale Akte, name it, dann sind wir die richtigen Menschen bei der Auswahl, bei der Einführung, bei der Begleitung, auch nur temporär im Rahmen des HR-Interim-Management. Und dann geht es vielleicht in den Betrieb, dass wir sagen, es ist eine verlängerte Werkbank für euch, dass hier Administratoren aus dem HR-Bereich entlastet werden. Die IT versteht sowieso nicht, was der HR-Bereich will. Wir verstehen beides und selbst der Betrieb kann interessant werden. In diesem Sinne, das sind die 10 Gründe. Mein Name ist Dirk Linn von Permanent und wir freuen uns auf deinen Anruf und deine Fragen. Bis bald auf diesem Kanal. Dirk und das Team von Permanent. Macht's gut.